In diesem Video zeigen wir dir 5 Dinge, um die du nicht drumherum kommst, wenn du Gitarre lernen möchtest. Wenn du also Gitarrenanfänger bist und dich fragst, was du unbedingt lernen musst, um ein guter Gitarrist oder gute Gitarristin zu werden, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Okay, kommen wir direkt zum ersten Punkt. Und das wären die Seitennamen. Die sind gerade am Anfang sehr, sehr wichtig. Wir haben ja 6 Seiten. Und du solltest auf jeden Fall wissen, wie diese 6 Saiten heißen. Wir haben die E-Saite, die A-Saite, die D-Saite, die G-Saite, dann die B- oder die H-Saite im Deutschen und die E-Saite. Da gibt es jetzt natürlich die typischen Hilfssätze oder Eselsbrücken, wie zum Beispiel eine alte Dame ging Hamburger essen. Das ist nur eine Eselsbrücke von vielen. Die ist am Anfang sehr, sehr hilfreich und ja, hilft dir auch einfach, die Seitennamen auswendig zu lernen. Aber wir würden dir raten, irgendwann von diesen Eselsbrücken wegzukommen, sodass du weißt, wo liegen die einzelnen Seiten und wie heißen diese Seiten. Also schau, dass du die Seitennamen auswendig lernst und direkt weißt, wie die Seiten heißen. Genauso wichtig ist es, die verschiedenen Bünde zu kennen. Es gibt nichts Schlimmeres, als die Bünde immer abzuzählen. Wenn du zum Beispiel jetzt den 7. Bund brauchst, erst zu zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schau einfach, dass du dich orientierst an den Punkten. Dazu sind die Punkte hier oben am Griffbrett da. Die Punkte sind meistens im 3., 5., 7. und 9. Bund. Ich habe jetzt hier im 1. noch einen Punkt, aber im 3., 5., 7., 9. sind meistens die Punkte bei den meisten Gitarren. Und das kannst du dir schon mal so merken. Und dann kannst du dir die Bünde dazwischen herleiten. Wenn du weißt, der 1. Punkt ist im 3. Bund, dann ist der davor natürlich der 2. Bund und so weiter. Und dann ganz wichtig, im 12. Bund sind immer 2 Punkte. Also dort ist immer der 12. Bund. Genau, also das ist sehr, sehr wichtig, vor allem wenn es dann später an das Tabulaturlesen geht, also wenn du Tabs lesen willst, dort hast du die verschiedenen Seiten, du musst wissen, wo sind die Seiten und du hast die Bünde. Und da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, die Seitennamen zu können und die Bünde, sodass du dich schnell zurechtfindest auf dem Griffbrett. Okay, kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt. Und das wäre das richtige Gitarre-Stimmen. Viele Leute stimmen ihre Gitarre total falsch. Du solltest wissen, dass du die Saiten immer von tief nach hoch stimmst. Also immer vom tieferen Ton zum höheren Ton. Das heißt, wenn deine Saite jetzt zu hoch ist, dann guck, dass du die Saite erst tiefer stimmst, also tiefer als das eigentliche E und dann von unten nach oben stimmst, dass das E passt. Das hat einfach den Vorteil, dass die Saiten dann länger stimmstabil bleiben. Das heißt, wenn du einfach von oben runter stimmst in die Mitte, dann kann es sein, dass sich die Saite sehr, sehr schnell wieder verstimmt. Deswegen schau, dass du unter den Punkt kommst, wo die Saite richtig ist und dann von tief nach hoch stimmen. Und dann ein weiterer Fehler, den viele Leute machen, ist, dass sie die Saite einfach nur einmal anschlagen und dann drehen. Dann registriert das Stimmgerät oftmals den Ton gar nicht mehr. Deswegen schau, dass du die Saite einfach oft anspielst. Also wirklich mehrmals anspielen und dabei dann stimmen. Ein weiterer Trick ist, wenn sich deine Gitarre häufig verstimmt, ist, dass du einfach mal die Saite nimmst mit dem Daumen und dann einfach so ein bisschen spannst, mal so ein bisschen dehnen und dann nochmal neu stimmst. Dann ist die Saite meistens etwas tiefer. Und dann merkst du, dass es auch was gebracht hat. Und dann stimmst du die Saite wieder in die Mitte. Und das gilt natürlich auch für alle Saiten. Also, wichtig ist, immer von unten nach oben stimmen. Und die Saiten dehnen. Und im besten Falle die Saite mehrmals anspielen. Und gleichzeitig drehen und stimmen.
Also nicht erst die Saite anspielen und dann stimmen, sondern am besten beides gleichzeitig. Okay, der nächste Punkt wären dann die offenen Akkorde, also die Basic-Akkorde. Die solltest du auf jeden Fall alle drauf haben. Die offenen Akkorde befinden sich alle hier im tieferen Bereich und sie heißen offene Akkorde, da wir leere Saiten mit dabei haben. Also wir haben immer ein paar Töne, die wir greifen und ein paar Saiten, die dann offen schwingen. Und da gibt es jetzt Akkorde wie zum Beispiel das G-Dur, das solltest du können, oder das D-Dur, das D-Moll, das C-Dur, das A-Moll, das A-Dur, das E-Dur, das E-Moll und das F-Dur. Und die solltest du auf jeden Fall alle auswendig lernen, denn die Akkorde kommen mega häufig vor. Und da ist es jetzt wichtig, dass du dich nicht von den verschiedenen Fingersätzen verwirren lässt. Also es gibt im Internet ganz viele verschiedene Fingersätze. Lass dich davon nicht verwirren. Schau, dass du den Fingersatz nimmst, der dir am besten liegt. Und dann behalte diesen auch erstmal bei. Und es gibt die Akkorde natürlich in vielen verschiedenen Umkehrungen auf dem ganzen Griffbrett. Lass dich davon nicht beirren. Den Fingersatz, den du hier einstudierst, den kannst du erstmal so beibehalten. Wichtig ist, dass du bei den Griffen deine Finger nicht so abknickst in der Greifhand. Also schau, dass du immer schön von oben auf die Saiten drauf gehst, sodass du mit den Fingern keine anderen Saiten abdämpfst. Das ist ganz wichtig. Also schau immer, dass alle Saiten gut klingen. Und zum Üben geh auch immer die einzelnen Saiten alle einmal ab, sodass du dir dann sicher bist, dass wirklich jede einzelne Saite gut schwingt. Sehr wichtig ist auch noch, dass du die richtigen Saiten anspielst. Beim D-Dur zum Beispiel brauchen wir nur die D, G, B und E-Saite. Also darauf achten, dass du nicht noch die E- und A-Saite mit anspielst. Sonst klingt das so. Und dann klingt das alles sehr, sehr matschig und undefiniert. Also darauf achten, dass du die richtigen Saiten greifst, von oben auf die Saiten drauf gehen und dass du die richtigen Saiten anspielst. Okay, der nächste wichtige Punkt sind die Power Chords. Die Power Chords sind wirklich essentiell fürs E-Gitarre spielen. Du solltest auf jeden Fall wissen, wie man einen Power Chord greift. Das wäre eine Variante. Wir haben den Grundton mit dem Zeigefinger. Dann zwei Bünde weiter auf der nächsten Saite haben wir den nächsten Ton und eine Saite darüber, den dritten. Das wäre ein Power Chord über drei Saiten. Eine vereinfachte Variante wäre der Power Chord über zwei Saiten. Hier hast du dann den Grundton und dann nur den zweiten Ton auf der nächsten Saite. Den kannst du noch gut mit dem Kleinfinger greifen. Da musst du die Hand nicht so stretchen. Das ist für den Anfang eigentlich die beste Variante. Und den Power Chord kannst du jetzt verschieben. Sowohl auf der E- als auch auf der A-Saite. Und dann solltest du auch noch wissen, wie die verschiedenen Töne auf dem Griffbrett heißen. Da würde ich mir erstmal nur die tiefe E- und A-Saite vornehmen und da die wichtigsten Töne auswendig lernen. Also auf der E-Saite, ja, das leere E, im ersten Bund das F, im dritten das G, im fünften das A, im siebten das B, dann hier gehen wir nur einen Bund weiter, hier haben wir das C, hier das D und hier das E wieder. Und von da aus wiederholt sich das Ganze, nur eine Oktave höher. Also jetzt haben wir hier auch das F, hier das G, das A und so weiter. Also das solltest du auf jeden Fall auswendig lernen. Dann auf der A-Seite haben wir hier das A natürlich, das B im zweiten, das C im dritten
das D im fünften, das E im siebten, dann das F im achten, hier wieder einen Halbtonschritt, hier das G und im zwölften wieder das A und dann wiederholt sich das wieder. Und wenn du jetzt diese Grundtöne hast, kannst du dir die anderen Töne auch noch herleiten. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel beim G sind, auf der E-Seite im dritten, dann wäre ein Bund weiter das Gis mit einem Kreuzvorzeichen, ein Halbton weiter und ein Halbton zurück. Da hätten wir dann das Ges. Oder vom F aus gesehen hätten wir hier das Fis. So kannst du dir die ganzen Töne herleiten. Und wenn du diese Grundtöne weißt auf den beiden Seiten, kannst du dann alle Power Chords spielen. Du suchst dir das G und greifst einen Power Chord Griff. Dann hast du einen G Power Chord. Und so weiter. A Power Chord, B Power Chord, E Power Chord, D, C, B und so weiter. Also die Power Chords solltest du auf jeden Fall lernen. Ja, der letzte wichtige Punkt sind dann die Schlagmuster. Die Schlagmuster bzw. die Rhythmen sind einfach die Muster, die du brauchst, um die Akkorde, die du kannst, dann anzuschlagen. Wenn wir jetzt mal bei den offenen Akkorden sind und wir nehmen mal das G-Dur und das C-Dur, dann kannst du zu Beginn erstmal auf jede Viertel den Akkord anschlagen. Also einfach von oben nach unten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wären die Viertel. Dann kannst du das irgendwann doppelt so schnell spielen, beziehungsweise du kannst Achtel spielen, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann noch schon im Wechselschlag, also down, up, down, up. Dann kannst du an das erste Schlagmuster gehen. Du kannst zum Beispiel dieses hier spielen. Down, down, up, down, down, up. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oder du gehst dann an das nächste Schlagmuster. Das wird so klingen. Das ist eigentlich das bekannteste Schlagmuster, würde ich sagen. Also down, down, up. Schlag in die Luft, up. Down, up. Dieses Schlagmuster kannst du natürlich auch auf die Power Chords übertragen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Power Chords mal spielen mit dem Schlagmuster. Das ist also wirklich sehr praktisch. Wenn du ein Schlagmuster kannst, kannst du das immer auf alle Genres oder alle Akkorde, alles, was du gelernt hast, übertragen. Und irgendwann kannst du alles miteinander verbinden und dann ja, hast du einen Katalog an Techniken und Schlagmustern. Genau. Ja, wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat. Vielleicht konntest du jetzt schon feststellen, welche dieser Dinge du noch nicht hundertprozentig beherrschst. Denn jetzt kannst du genau da anfangen zu üben. Du findest zu den meisten Themen Videos auf unserem YouTube-Kanal oder du schaust mal in unseren Rockgitarre-Komplettkurs. Dort lernst du das Gitarrespielen von der Pike auf mit einem roten Faden. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.